Aber freut mich, dass ich sie wenigstens zum Lachen bringen konnte, weil das mache ich Ja, gerne. das stimmt. Das war ein sehr nettes Gespräch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so endet. Am Anfang, ganz ehrlich, gebe ich auch zu. Okay. Bei diesem Anruf gibt sich ein Stromvergleicher als Gewinnspielveranstalter aus, um beim Angerufenen einen Fuß in der Tür zu haben, in der Hoffnung, ihn zu einem Stromwechsel zu bewegen und dafür ordentlich Provision zu kassieren. Ich durchschaue das Ganze, konfrontiere die Mitarbeiterin damit, aber schaffe es dann doch noch, das Gespräch zum Guten zu wenden. Viel Spaß mit dem Anruf. Für alle, die sich wundern, ob und wann wieder regelmäßig Samstagsvideos kommen werden, wenn alles gut geht, ab heute. Das geht dank Firmen wie NordVPN. Die habe ich jetzt selber angeschrieben und davon überzeugt, dieses eine Video heute testweise zu sponsern. Das heißt, ich erzähle euch von deren Vorteilen. Wie jeder VPN schützt ihr halt eure Privatsphäre im Internet. Das heißt, niemand kann anhand eurer IP euren Standort herausfinden oder aus welchem Land ihr kommt, da die auch Server in mehr als 60 Ländern haben. Ich nutze NordVPN auch selber privat, vor allem, weil man halt sechs Verbindungen mit nur einem einzigen Account gleichzeitig haben kann. Bei mir zum Beispiel mein PC, mein Handy und mein Tablet. Die Server sind schnell, also schnell genug, um auch Videos zu streamen, was langfristig kein Problem ist, da das Datenvolumen komplett unbegrenzt ist. Also auch nicht mal gedrosselt wird, egal wie viel ihr verbraucht. Aber vor allem ist alles super intuitiv und leicht bedienbar designt. Also das könnte ich auch meinen Eltern ohne Probleme schenken, ohne dass ich jetzt jede Woche einen Anruf bekomme und dann helfen muss. Das Sponsoring von NordVPN funktioniert so, dass ich dieses Video als Test mache. Und wenn genug Leute das Angebot nutzen, wollen die vielleicht längerfristig zusammenarbeiten, wie ich das zum Beispiel mit Rhino Shield mache. Daher würde ich alle bitten, schaut jetzt mal das Angebot in der Beschreibung an, bevor ihr dieses Video schaut. Mit dem Code Callcenter Fun bekommt ihr da auch wieder Rabatt. Und ihr könnt das Ganze 30 Tage kostenlos testen, dank Geld-Zurück-Garantie. Je mehr das machen, desto wahrscheinlicher, dass NordVPN dieses Testvideo als erfolgreich wertet und weiter zusammenarbeiten will. Selbst wenn ihr innerhalb der 30 Tage entscheidet, dass NordVPN nichts für euch ist, hilft ihr das trotzdem. Daher schaut beim Link in der Beschreibung vorbei. Tankgutschein-Gewinnspiel. Aha. Dieses Gespräch wird aus Qualitätsgründen aufgezeichnet. Geht das in Ordnung für Sie? Okay, kann ich machen. Kein Problem. Sie haben ja am 3. Juli dem Tankgutschein-Gewinnspiel daran teilgenommen, richtig? Ja, in welchem? Gestern. Na, also ich sehe hier nur Tankgutschein, mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Okay. Haben Sie daran teilgenommen? Weiß nicht, ob ein Tankgutschein-Gewinnspiel gestern dabei war, ehrlich gesagt. Es kann schon gut sein. Okay. Und ich rufe Sie heute an, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie sich schon für den Hauptgewinn registriert haben. Sie sind also schon in der Endrunde. Dazu gratuliere ich Ihnen natürlich schon mal recht herzlich und drücke Ihnen natürlich auch ganz, ganz fest die Daumen für die Hauptziehung. Und Sie werden dann schriftlich benachrichtigt. Paradiesgasse 4 in 60594 Frankfurt ist korrekt. Ja. Können Sie noch so lieb sein, ja als Abgleich Ihr Geburtsdatum nennen? Das mache ich sehr ungern am Telefon. Nee, müssen Sie nicht. Wir geben den Teilnehmern, die so weit gekommen sind wie Sie, zusätzlich die Möglichkeit, an einer kostenlosen Energieberatung teilzunehmen. Sind Sie denn bei der Mainova oder haben Sie einen anderen Stromanbieter? Also definitiv nicht bei der Mainova. Okay. Zahlen Sie schon alleine Strom oder wohnen Sie noch bei Ihren Eltern? Okay, da hätte ich Ihnen vielleicht doch das Geburtsjahr sagen können. Also es ist 92, da wohnt man natürlich nicht mehr zu Hause. Nur gibt es auch noch genug, die dann auch noch zu Hause wohnen. Ja, richtige Opfer. Ich meine, da muss man doch mal irgendwann Bei welchen? selbstständig sein, oder? Das ist doch, man kann sich doch nicht immer auf seine Eltern verlassen. Tja, aber es gibt Leute, die wohnen ewig bei ihren Eltern. Also meine Kinder sind auch früh ausgezogen. Die habe ich auch zur Selbstständigkeit erzogen. Aber es Ja, gibt gut halt so. auch andere Menschen. Ja, Opfer heißt das dann. Ja. Ja, Bei okay. welchem Stromanbieter sind Sie denn jetzt? Ich meine, es sind die Stadtwerke Frankfurt. Ja, okay. Und wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Sie alleine oder noch mehr? Zu zweit. Zu zweit. Und haben einen Stromverbrauch so zwischen 2 und 2500 Kilowattstunden? Kommt hin. Eher 2500. Wir haben ja zwei Gaming-Rechner, die beide so um die 700 Watt ziehen. Das ist schon ordentlich. Okay, das stimmt. Und zahlen einen Abschlag bei den Stadtwerken so von 70 Euro oder noch mehr? Also müsste ich jetzt raten, aber ich würde so, wenn Sie mich jetzt Kugel, hier Pistole an den Kopf halten und sagen, raten Sie Ihren Stromabschlag, sonst bringe ich Sie um, dann würde ich sagen so 75 Euro.
75. Ja, Oder ungefähr. 70, was? 75. Okay. 75, super. So, dann schauen wir mal. So, und jetzt ist der Computer zu einem Ergebnis gekommen. Und zwar gibt es einen Anbieter bei Ihnen in der Region, der nimmt für den gleichen Stromverbrauch 66,78 €. Also fast eine Ersparnis von 10 € im Monat aufs Jahr gesehen sind. Das kann ich Ihnen genau ausrechnen. 120. Ja, das hätte ich auch noch geschafft im Kopf, aber ich rechne. So, Mann, was ist denn jetzt los? Kleinen Moment. So, 8,22 € im Monat aufs Jahr gesehen sind es 98,64 €, die Sie zu viel an Strom bezahlen. Oh, wusste ich gar nicht. Ja, können Sie ja auch nicht wissen, weil Sie ja wahrscheinlich noch nicht nachgeschaut haben. Ja, da habe ich aber irgendwie nichts gefunden. Oder nur so, das war mit so komischem Neukundenbonus. Was dann, das ist ja quasi eine Abo-Falle, ne? Weiß ich nicht, ob das eine Abo-Falle ist. Also bei dem kriegen Sie auch einen Bonus, wenn Sie zu dem wechseln. So, da bin ich sehr vorsichtig. Okay. Gut, kein Problem, Herr Pies. Ich nehme Sie da raus. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche Herr und ganz viel Pess, nicht Glück Herr fürs. Pies. Ja, und ganz viel Glück fürs Gewinnspiel, okay? Ja, und was ist jetzt mit der Endfinalverlosung teil? Da können Ja, Sie ich mir habe dazu gerade noch mehr gesagt, Infos geben? nee, kann ich Ihnen nicht geben. Ich habe Ihnen gerade gesagt, ich wünsche Ihnen viel Glück fürs Gewinnspiel. Sie sind halt für den Hauptgewinn registriert, aber wann die Ziehung ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ach so, Sie sind quasi gar nicht von der Gewinnspielfirma, sondern irgendein Werbepartner, die quasi Geld für meinen Datensatz ausgegeben haben, dass sie mich hier wegen dem Strom anrufen können. Nein, wir sind Sponsor. Hören Sie mir eigentlich zu, wenn ich mit Ihnen telefoniere? Was ist denn das jetzt für eine Unterstellung? Natürlich höre ich Ihnen zu. Na, sehen Sie, und ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir Sponsor sind und deswegen kriegen Sie halt diese kostenlose Energieberatung. Ja, natürlich, aber ein Sponsor zahlt ja den Gewinnspielveranstalter auch Geld, richtig? Richtig, Und dafür richtig. bekommen Sie Datensätze, richtig? Dann ist das doch Also ich genau das, möchte was jetzt. ich gesagt habe. Ja, also ich habe Also, Ihnen gesagt, dass Sie für den Hauptgewinn registriert sind, Herr Pies. Ich kann aber nicht wenn ich dann den. aber, nee, das finde ich jetzt nicht okay. Wenn ich nur eine Aussage mache, die komplett richtig ist, dann finde ich es nicht okay, wenn Sie mir dann unterstellen, dass ich Ihnen nicht zuhöre, wenn ich gar nichts Falsches gesagt habe. Ich habe Ihnen nicht unterstellt, dass Sie mir. Ich habe nur gesagt, ob Sie mir nicht zuhören, weil Sie vorher was anderes gesagt haben, ob ich, dass ich Ihre Datensätze kaufe und so. Ja, haben Sie ja, wenn Sie ein Sponsor sind. Das Sponsoring macht Ihre Firma ja nur, um diese Datensätze zu bekommen. Und wenn Sie sagen, hören Sie mir eigentlich zu, dann ist das schon eine Unterstellung. Nämlich die Unterstellung, dass ich Ihnen nicht zuhöre. Okay, Herr Pies, dann bitte ich um Herr Entschuldigung, Pess, dass ich. bitte hören Sie mir eigentlich zu, mein Nachnamen spricht man nicht so aus. Ja, Herr Pies. Danke. Gut. Ich möchte das Gespräch jetzt hier auch beenden und wie gesagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Viel Glück fürs Gewinnspiel. Sie sind halt in Danke. der Endrunde und noch einen schönen Tag und Und bekomme viele. ich jetzt den kostenlosen Stromvergleich noch, oder? Habe ich Ihnen doch gerade gesagt, ich habe doch den kostenlosen Stromvergleich mit Ihnen gemacht. Und jetzt muss ich mich darum selber. Wie heißt denn der Anbieter nochmal? Das hatte ich mir nicht Sie aufgeschrieben. müssen sich da nicht um selber kümmern, aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie Interesse haben, den Strom zu wechseln. Warum das Habe nicht? ich aus diesen Äußerungen, weil ich das aus Ihren Äußerungen rausgehört habe. Aus welcher denn bitte? Aus allem, wie Sie das gesagt haben, dass Sie dem nicht trauen am Telefon und allem, was Sie so gesagt haben. Okay, aus Sie wollten mir allen. auch nicht, Sie wollten mir ja auch nicht Ihr Geburtsdatum nennen. Okay, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht an einem günstigeren Strom interessiert bin. Ja, sind Sie denn daran interessiert an einem günstigeren Strom? Nein, aber das Ist können doch Sie schon nicht wissen. ein, doch, doch, das kann ich wissen, weil ich ein, zwei Jährchen älter bin als Sie und schon ein bisschen Erfahrung habe, Ach so. wie Menschen reden, okay? Wie rede ich denn? Das interessiert mich doch jetzt, weil ich wollte das nicht so doll durchklingen lassen. Nee, ich meine, Sie reden so, dass ich höre, dass Sie eigentlich kein Interesse haben, Herr Pies. Ist aber alles in Ordnung, okay? Okay, also fühlen Sie sich jetzt nicht beleidigt oder so. Ich fühle mich nicht wieder, nee, sondern würde ich jetzt nicht lachen mit Ihnen. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie es raushören und ist alles Also, gut. darf ich ehrlich sagen, was ich bei Ihnen raushöre? Sehr gerne. Ich höre bei Ihnen raus,
dass sie sehr gleichartige Gespräche sonst führen und dass dieses Gespräch gerade eine Abwechslung für sie ist. Nö, das stimmt nicht so. Also ich habe auch, das kann man auch nicht pauschalisieren, weil es gibt ganz viele Leute, die sind wesentlich jünger als sie. Dann gibt es ganz viele Kunden, die sind wesentlich älter als sie. Also das kann man nicht pauschalisieren, dass ich nur mit älteren Leuten telefoniere. Also ich habe auch schon wesentlich jüngeren Kunden gehabt, die gerade volljährig geworden sind und trotzdem ihren Strom an gewechselt haben, weil sie gerade eine neue Wohnung bekommen haben. Da machen sich keine Gedanken. Ich habe nichts von älter oder jünger gesagt. Ich habe nur gesagt von gleichartig und Abwechslung. Ja, Sie wissen ja gar nicht, wie alt ich bin. Nee, deshalb habe ich auch nichts vom Alter gesagt. Aber naja, Sie haben gesagt, dass Sie einiges älter sind als ich. Das heißt, ich würde mal so schätzen, 32 plus. Das ist ja eine sehr gute Aussage. Ja, danke. Aber ich habe recht damit, oder? Ja, Sie hätten ja auch sagen können, Moment, warten Sie, kleinen Moment. Muss ich jetzt kurz schauen. Wie alt ich bin. Sehr richtig. Sie hätten auch sagen können, 26,5 plus. Ja, hätte ich, aber Dann wäre ich auch älter als Sie. dann wäre es ja keine so beeindruckende Schätzung wie meine jetzige Schätzung. Okay, super. Aber es freut mich, dass ich Gut. sie wenigstens zum Lachen bringen konnte, weil das mache ich gerne. Ja, das stimmt. Das war ein sehr nettes Gespräch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so endet. Am Anfang, ganz ehrlich, gebe ich auch zu. Okay, na gut, dann wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Sie sind so sympathisch. Sie wohnen in Frankfurt, das ist ein bisschen weit weg. Ich komme bei Ihnen vorbei. Ich reise viel Ach, geschäftlich. okay. Ah, okay. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin selbstständig im Bereich Werbung. Ah, schön. Da gehe ich sehr Gut. viel so Kunden in ganz Deutschland. Also ich habe Kunden in 10 der 16 Bundesländer und da komme ich auch öfters mal in Okay. Person vorbei. Also wenn Sie mir sagen, wo Sie herkommen, kann man da vielleicht was machen. Ich darf mich ja leider nicht mit Kunden treffen. Ich bin ja nicht Ihr Kunde, ich will ja den Vergleich nicht machen. Ja, das stimmt, da haben Sie recht. Ja, super, dann geben Sie mir doch Ihre Nummer. Die sehen Sie auf Ihrem Display. Ja, aber Meine andere Nummer kann ich genau. Ihnen natürlich nicht geben, weil das Gespräch wird ja mitgehört. Oder aufgezeichnet, sagen wir so. Okay, haben Sie da einen Stift und ein Papier? Ja. Dann kann ich Ihnen ja einfach meine E-Mail-Adresse geben und Sie schreiben mir die Nummer da. Okay, die können wir abgleichen. Der super coole jan@gmx.de, okay? Die E-Mail ist toll, oder? Da schätzen Sie mich gleich als sehr erwachsene Person ein, richtig? Ja, sehr richtig. Na gut. Schreiben Sie mir da heute noch was? Ja, lassen Sie sich mal überraschen. Ich muss noch Oh, eine das war aber ein Weile nettes hierbleiben Nein. und nein, ich habe gerade gesagt, ich wollte ja, Sie haben mich ja nicht zu Ende reden lassen. Okay, Ich muss sorry. noch bis 20 Uhr hierbleiben und dann sagen wir, wenn Sie zwischen 20 und 21 Uhr nichts von mir gehört haben, dann können Sie sich morgen nochmal melden. Okay, ja super, dann Gut. freue ich mich drauf. Super. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz schönen Abend. Ja, ich Ihnen auch. Vielleicht kriegen Sie eine Überraschung. Ich hoffe wirklich, weil das war jetzt locker das netteste Gespräch am Telefon, das ich diesen Monat geführt habe. Naja, also das ist jetzt auch wieder ein sehr nettes Kompliment von Ihnen, muss ich Ihnen ja wirklich sagen, weil wir haben heute erst den vierten. Können Sie ja noch nicht so viele Gespräche geführt haben. Nee, tatsächlich das Erste, das war er. Wir sind wirklich sehr amüsant. Also ich glaube, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, haben wir viel Spaß. Ja, hoffe ich. Würde mich echt freuen, ehrlich. Okay. Gut. Ja? Also schreiben Sie mir eine Mail. Ja, lassen Sie sich überraschen. Ach komm, bitte. Ich gebe Ihnen auch den Kaffee aus. Okay. Okay, das war ein Ja. Dann beenden wir jetzt das Gespräch, bevor Sie sich's anders überlegen können. Und ich freue mich heute Abend auf meine Mail. Gut. Bis dahin. Gut, Tschüss. bis dann. Ciao. Ich habe übrigens keine Mail mehr von ihr bekommen. Vielen Dank an alle, die bei der Aktion mit NordVPN mitmachen. Das heißt, sich den Link in der Beschreibung anschauen, selber den VPN mal kostenlos 30 Tage testen. Oder sowas kann man ja auch gut verschenken. Beziehungsweise, falls jemanden kennt, der nach einem VPN sucht, könnt ihr ihnen natürlich gerne NordVPN mit dem Code CallCenterFun empfehlen. Das hilft mir dann auch ein bisschen. Und wenn alles gut läuft und viele auf den Link in der Beschreibung klicken und ihr Interesse NordVPN zeigen, hoffe ich, dass die in Zukunft mit mir bzw. uns nochmal zusammenarbeiten wollen.